Hallo liebe Leute, heute ist euer Skykill wieder am Start. Heute habe ich ein Infovideo über das neue Update in GTA Online, und zwar das Halloween Surprise Update. Und ja, ich zeige euch, was da neu dazu gekommen ist. Ja, fangen wir mal damit an. Also, es sind zwei neue Fahrzeuge dazu gekommen. Es sind Muscle Cars, beziehungsweise ich weiß nicht, Klassiker vielleicht. Die schauen auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Man kann die in verschiedenen Versionen kaufen, man sieht es eben im Hintergrund. Mit verschiedenen Vinyls, und da schaut auf jeden Fall geil aus bei dem anderen. Also hier beim zweiten, da ist hinten ein Zombie drin, der rausschaut, ist auf jeden Fall geil. Ich habe es mir leider nicht leisten können, weil ich nicht so viel Kohle hatte. Man sieht es eh, wie viel die kosten. Der eine kostet 550 und der andere 650.000. Also so viel Kohle hatte ich leider nicht. Dann machen wir mal weiter. Und zwar ist eine neue Aktion dazu gekommen, das heißt ausflippen. Also ja, wenn ein normaler Mensch so ausflippt, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, ich finde die Aktion trotzdem cool, schaut auf jeden Fall nice aus. Bisschen übertrieben vielleicht, aber ich finde es trotzdem ein bisschen nice. Dann, beim Friseur sind neue Masken dazu gekommen, also nicht zum Anziehen, sondern ja, Dings, Hautmasken. Und zwar, das sind echt geile dazu gekommen, auch sehr viele mit Shell-Masken, mit hier mit so Verzierungen. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ich lasse euch mal mit damit allein. Auf jeden Fall schaut echt geil aus. Kosten, also die Kosten sind neutral, also nicht mehr und nicht weniger sollten die kosten. Also es passt eigentlich, muss ich sagen. Und ja, schaut auf jeden Fall geil aus. Da kann man echt sein Charakter wie so ein Monster ausschauen lassen, also schaut auf jeden Fall geil aus, vor allem wenn man auch noch Augenlinsen, so Zombie-Augenlinsen, ja, reinmacht, ja, wie soll ich sagen, kauft, dann schaut man echt wie so ein Monster aus und ist relativ gut gelungen. Leider ist bei der Kleidung nichts dazu gekommen, weil ich hätte mir vielleicht so erwartet, so zerfledderte Kleidung oder was, die schon gerissen ist oder sowas. So Zombie-mäßiges, leider ist da nichts mehr dazu gekommen. Finde ich schade, aber naja, was soll man machen? So, dann kommen wir zu den Waffen, beziehungsweise ob man das eine Waffe nennen kann oder bezeichnen kann. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, man kann sie auch als Waffe benutzen. Naja, ich sage jetzt dazu gar nichts, das werdet ihr jetzt eh gleich sehen. Die Spannung steigt, und was ist die neue sozusagen Waffe? Es ist eine Taschenlampe. Genau, eine Taschenlampe für $5,290. Also ich weiß nicht, was das für eine Taschenlampe ist, die so viel kostet, aber Respekt, Alter, Respekt. Also ja. Und wer hätte das erwartet? Man kann sie benutzen als Taschenlampe, yes! Die Taschenlampe geht! Sie kann Licht erzeugen! Was für ein Wunder für $5,290, ey! Also, und weil es ja in der Ammunition eine Taschenlampe gibt, kann man natürlich mit der auch angreifen! Natürlich! Man kann Leute mit einer Taschenlampe umnieten! Das habe ich noch nie gesehen, aber okay! Wer schlägt schon mit einer Taschenlampe in Wert von $5,290 rum? Ja, natürlich in GTA Online. Ihr könnt da auch in den Statistiken gehen unter Waffen. Da könnt ihr schauen, wie viel Schaden die macht. Also macht relativ viel Schaden. Nicht ganz so viel wie die Machete, aber trotzdem sehr viel Schaden für eine Taschenlampe. Und das war's jetzt schon wieder mit diesem Video. Mehr gibt's leider nicht, schade. Lasst ein Like oder ein Abo da. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bye bye, haut rein, viel Spaß noch, euer Skykiller und ciao, peace.
Und da bin ich wieder. Entschuldigung, ich habe leider vergessen, die Masken noch zu zeigen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, wenn das jetzt hier am Schluss ist vom Video. Ich habe es leider vergessen, aber hier, ich zeige sie euch noch und viel Spaß noch.